Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Formel 1 2016 in unserer Karriere mit Tobi Gipsel. Und wir sind heute auf dem Hockenheimring. Also deutsches Terrain, Heimterrain, auf dem wir uns heute bewegen. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Die Rivalität zwischen Rosberg und uns ist keine Rivalität, weil wir da zu weit hinten liegen. Und ja, wir haben aktuell ein was in der Entwicklung. Das ist der Stand in der Fahrerwertung. Wir gucken auch gleich nochmal in die Konstrukteurswertung. Und dort könnt ihr entnehmen, dass ich ja eigentlich ganz zufrieden sein kann mit dem, was wir in dieser Saison bisher geleistet haben. Hier haben wir also jetzt auch die Konstrukteurswertung auf Platz 4 jeweils. Und hier eben hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes. Ich denke mal, das ist soweit in Ordnung und wir gucken mal, wo wir es ja beim Heim Grand Prix hinschaffen. Guckt mal bei dem Leistungsvergleich, ne? Also wir holen immer mehr auf Ferrari auf. Mal schauen, wie das Ganze in diesem Rennen laufen wird. Aber vor dem Rennen gibt es jetzt erstmal das Training. Guten Tag und herzlich willkommen in Hockenheim, Heimat des Großen Preises von Deutschland, für die heutige Trainingssession. Für einige der besten Fahrer ist es ein großes Wochenende, da sie auf heimatlichem Boden punkten möchten. Wir werden in Kürze loslegen und sehen, wie sie vorwärts kommen. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. An dieser Stelle kurze Anmerkung, warum labern die eigentlich fast immer dasselbe? Das finde ich ein bisschen schwach, dass es immer um Streckenbegrenzung und Reifenabnutzung geht. Das wird euch übrigens heute nochmal auffallen. Ich lasse die Einspieler allerdings der Vollständigkeit halber mal drin. Wir haben als erstes hier den ersten Test des Trainings absolviert. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Also beim Streckenakklimatisierungsprogramm lief es doch ganz gut. Danach der Test mit den Reifen, so lief es in den ersten beiden Runden ganz gut. Jetzt waren es wieder zwei Runden, die nicht so gut liefen. Und wir hielten uns dann erstmal im grünen Bereich soweit, haben es dann aber ja zum Ende nochmal ein bisschen hochkorrigieren können. Und jetzt gucken wir mal, schaffen wir hier es in den perfekten Bereich oder bleibt es bei grün? Das werden wir jetzt mal eben schnell herausfinden. Diese Kurven muss man eben fahren, ohne da dauerhaft auf der Bremse zu stehen. Da muss man eben ein bisschen mit dem Gas spielen und das nötige Gleichgewicht von Bremsen und Gas finden. Aber ihr seht, hier hat es geklappt. So, und danach ging es dann also ins letzte Programm und zwar, ja, haben wir hier also nochmal versucht, ein paar gute Zeiten rauszuhauen. In Runde 1 lief das doch sehr beachtlich und zwar... Großartige Arbeit, wir haben unsere sekundäre Zielzeit erreicht. Lass uns versuchen, das im Qualifying zu wiederholen. Und ja, danach sind wir ein bisschen abgefallen, bis wir dann in dieser letzten Runde nochmal die Möglichkeit hatten. Da sah es ganz gut aus. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück, dann sehen wir uns das mal an. Und was das für den Gesamtstand nach Training 1 heißt, das sehen wir jetzt. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, ein Toro Rosso und Nico Rosberg. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück.
So, und dann gucken wir mal, was das für die Ressourcenpunkte heißt. Also, ja, alles in allem, denke ich mal, zum Training brauche ich jetzt an sich nicht so viel mehr sagen. Das, was dann eben wichtig wird, ist dann im Qualifying. Ja, wir sind jetzt bei 299 Punkten und wir gucken mal, reicht das denn schon für irgendetwas an Erweiterungen? Hier wollen wir nicht gucken, wir wollen hier gucken. Nee, aktuell ist es noch nicht der Fall. Aber wie gesagt, wir holen eben ganz schön auf Ferrari auf in dieser Leistungsgrafik. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Dann kam noch Training 2 und 3, da gab es nicht allzu viel Nennenswertes. Und ja, wir sind dann insgesamt bei 345 Punkten gelandet, nachdem wir die restlichen Trainings noch absolviert haben. So, und jetzt hören wir uns mal an, was denn die Erwartungen sind an uns für das kommende Qualifying. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. So, vielen lieben Dank. Also 7 oder besser, besser als Rosberg, besser als Kvyat. Ja, das mit Rosberg, ne, wird immer so eine Sache bleiben. Das mit Kvyat, das nehmen wir immer so als Maßstab. Ja, Platz 7 oder besser. Gucken wir mal, inwiefern uns das jetzt gelingt. Damit würde ich sagen, ohne allzu große Worte, gehen wir rein ins Qualifying am Hockenheimring. Heute begrüßen wir Sie aus Deutschland zum Qualifying auf dem berühmten Hockenheimring. In den nächsten Minuten wird die Ampel in der Boxengasse grün und dann geht's los. In den letzten Jahren gab es viel Gerede um den Reifenverschleiß. Einige meinten, dieser wäre hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen, oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Ja, es geht also um die Themen, um die es irgendwie jetzt anscheinend jedes Rennen geht. Streckenbegrenzung und oder Reifenverschleiß. So, wir gucken dann mal. Also, es geht rein ins Qualifying. Was können wir hier für eine Zeit abliefern? Das wird natürlich jetzt essentiell wichtig. Das ist jetzt erstmal Hamilton, der mit 1,17 ganz schön was vorlegt auf jeden Fall. Inwiefern können wir das toppen? Gehen jetzt also hier in die letzte Passage rein. Jetzt gibt es noch diese beiden Rechtskurven, wo man wirklich viel Zeit nochmal rausholen kann. So, jetzt noch vorbei am Publikum und insgesamt heißt das, Dani ist momentan auf P4. Du bist auf P3 vorgefahren. Und das heißt insgesamt, das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Verstappen, Ricardo und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Also, es ist genau der erwartete 7. Platz. Der Kollege Kvyat auf der 11. Ja, keine allzu großen Überraschungen. Felipe Massa nur auf der 13 ist jetzt, ja, dann doch nicht ganz so stark. Max Verstappen auf der Pole, beziehungsweise die Red Bull generell ganz weit vorne. Das muss man auch erstmal wirklich schaffen. Deswegen, also Red Bull ist in dieser Saison eindeutig der Gewinner bis hierhin. Also wenn wir das mal vergleichen mit Rennen 1 und jetzt eben hier Rennen Nummer 12 am Hockenheimring. Die haben einen unfassbaren Fortschritt gemacht. Das muss man ganz einfach anerkennen. Ja, mit Nico Rosberg ist es immer noch keine Rivalität. Trotzdem bleiben wir, was die Erwartung angeht, im Soll. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Das ist sehr nett. Also 7 oder besser. Besser als Rosberg, besser als Kvyat und der Fahrermeisterschaft auch Platz 7. Ist, denke ich mal, an sich machbar. Wir gucken nochmal in den Laptop. Gibt es hier nochmal irgendwelche großartig relevanten Infos fürs Rennen? Naja, nicht wirklich. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Also das Rennen am Hockenheimring. Let's go. Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre, als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen.
Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Hanau-Kurve. Und heute ist Stefan Römer an meiner Seite. Das ist ja das Heimspiel für Mercedes. Was meinst du, ändert das auch die Einstellung eines Teams zu einem Heimrennen? Was bedeutet Heimsieg, oder gibt es überhaupt, anders gefragt, noch sowas wie Nationalstolz in der Formel 1? Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich meine, natürlich gibt es ein paar aufmunternde Worte und natürlich ist das Rennen auch ein bisschen wichtiger, wenn es dein Heimrennen ist. Aber letztlich sind diese Leute Profis. Die Teams wollen jedes Rennen gewinnen, an dem sie teilnehmen. Und auf diesem Level steht enorm viel auf dem Spiel. Darum muss jeder immer 100% geben, 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr über, egal ob es dein Heim-Grand Prix ist oder nicht. Ich weiß, dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für dich, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Rosberg, Sebastian Vettel und Raikkonen. Ein Toro Rosso, Bottas, Alonso und Nico Hülkenberg. Quert, Grosjean, Felipe Massa und Magnussen. Perez, Gutierrez, Jolyon Palmer und Jenson Button. Wehrlein und Eriksson. Rio Hayanto und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also hier sind wir. Ja, es ist so typisch deutsches Wetter, würde ich fast meinen. Also es ist ziemlich grau am Himmel. Jetzt nicht zwingend mit Regen. Der soll auch nicht kommen, wie wir da oben bei der Session-Vorhersage sehen. Bei den Reifen war ich mir ein bisschen unsicher. Ich habe jetzt dann, glaube ich, erst einmal die obere Strategie genommen. Allerdings habe ich immer im Hinterkopf gehabt, wir können das jederzeit ändern. Und die Rennleitung bzw. unser Team wird uns ja, wenn irgendwas im Argen liegt, da definitiv nochmal was vorschlagen. Von daher brauchen wir da nicht allzu viel Angst haben. Und damit würde ich sagen, geht es rein in die Einführungsrunde. Wenn wir jetzt also mal ein bisschen schauen, wir haben vor uns den Herrn Raikkonen und hinter uns mit dem Williams haben wir den Finnen Bottas. Also wir sind hier von Finnen umgeben und das bei unserem Grand Prix. Also das ist ja fürchterlich. Dann Bottas hat sich einfach mal irgendwie dazu entschieden, durch uns durchzufahren. Wir haben uns dann mal eben kurz unsere Platzierung zurückgeholt. Herr Bottas, wenn ich bitten dürfte, ne? Dankeschön, das ist sehr nett, dass wir hier auch mal wieder vorbei dürfen. Ja, also, die Startreihe mit den beiden Red Bulls, da muss man sehen, wie die sich denn durchsetzen oder eben nicht durchsetzen gegen Mercedes. Dann haben die im Rücken natürlich Ferrari und dann kommen ja schon wir mit unserem Toro Rosso. Hinter uns dann Bottas und dann reiht sich der Rest so langsam ein. Der Massa auf der 13 wird bestimmt auch nicht ganz untergehen, sondern wird da auch das ein oder andere Plätzchen direkt beim Start gut machen wollen. Hat ja einen starken Motor unter der Haube. Von daher wird er ja, denke ich mal, seine PS auf die Straße bringen. Beziehungsweise hat er den Motor nicht unter der Haube. Das ist ja an sich auch falsch. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. So, und wir können natürlich gespannt sein, wie der Start für uns läuft. Ja, Raikkonen ist stark, also ich erwarte jetzt nicht, dass wir in Kurve 1 sofort vorbeiziehen, aber wir werden einfach mal schauen, wie es läuft und was uns schlussendlich dann im Rennen hier erwartet bei unserem Heim Grand Prix am Hockenheimring. So, das ganze Feld ordnet sich jetzt langsam hier ein und dann können wir gleich starten. Der große Preis von Deutschland.
Auf geht's. So, die Ampeln leuchten und jetzt sind sie auch schon aus. Und damit geht's los, also der große Preis hier in Deutschland. Kimi Räikkönen kommt nicht gut weg, verliert sofort eine Position und wir sind jetzt hinter Vettel auf Platz 5. Vor ihm, vor Vettel, Rosberg, Hamilton und die beiden Red Bull. Also da ist eine ganz, ganz große Stange an Riesenkonkurrenz für uns. Das heißt, wir rechnen jetzt erstmal nicht damit, dass wir da groß vorbeiziehen können. Wir werden uns das Ganze von hier hinten mal ein bisschen anschauen. Wir sind im Windschatten von Vettel. Können wir das schon irgendwas machen? Wir saugen uns ran an den Ferrari. Es gibt einen Kontakt. Jetzt versuchen wir es innen. Wir gehen sogar vorbei und dann gehen wir sogar an Hamilton vorbei und an Rosberg auch. Wir sind an Rosberg nicht vorbei und auch Hamilton gibt die Position dann nur sehr ungern weg. Letztendlich, ja, jetzt müssen wir sogar übers Gras fahren, weil neben uns dann nicht so viel Platz ist. Wir wollen keinen Unfall provozieren und deswegen ist es jetzt Platz 4, weil ich muss sagen, wir sind sehr aggressiv gefahren. Es war, denke ich, auch mal nicht alles im grünen Bereich, aber so... Alles in allem halten wir fest, wir sind von Platz 7 auf Platz 4 gefahren. Das zu halten ist jetzt natürlich nochmal die andere Seite der Medaille. Das wird natürlich jetzt die ganz große Herausforderung werden eben für das Rennen, wo ich nicht garantieren kann, inwiefern wir das schaffen, denn der Hamilton hinter uns wird da natürlich sofort Druck machen. Verstappen ganz vorne wird das Ganze ausnutzen wollen, den Trubel hinter sich, um da entsprechend wegziehen zu können. Auch da werden wir mal schauen, inwiefern der daraus seinen Nutzen ziehen kann. Dann waren es Hamilton und Räikkönen, die hier an uns vorbeigehen wollten und denen das zumindest Lewis Hamilton gelingen konnte, aber... Wir haben hier noch die Möglichkeit, ein bisschen mitzuhalten, aber dann setzt sich letztendlich der Mercedes durch und Hamilton zieht an uns vorbei, holt sich eine Position zurück. Hinter uns Kimi Räikkönen, wo Sebastian Vettel abgeblieben ist, das war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir befinden uns in Runde 5 von 34 und sind auch auf Platz 5, aber von 21, nicht von 34. Da wäre die Strecke nämlich ein kleines bisschen zu voll. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wir gehen jetzt erstmal in die Box, würde ich sagen, Cheffe, oder? Und dann gucken wir einfach mal. Also, wir sind jetzt in Runde 6. Auch Sebastian Vettel hinter uns ging dann in die Box. Es gab den gelben Reifensatz. Und mit dem sollten wir jetzt also ein paar Runden durchhalten. Vettel hat uns hier in der Box überholt. Das heißt, die Jungs bei Ferrari waren ein bisschen flinker unterwegs. Also, Sebastian Vettel überholt uns in der Box, weil unser Boxenstopp ein kleines bisschen zu langsam war. Und so, ja, sind wir jetzt auf Platz 21. Aber keine Sorge, wir sind natürlich bestrebt, das hier uns zurückzuholen. Ein eindeutiges Merkmal natürlich von der Strecke hier in Hockenheim ist, dass sie wirklich eng ist, ne? Also bei der Formel 1 fällt das ins Gewicht und auch gerade wenn hier DTM oder so gefahren wird, auch da ist das ja wirklich eine Strecke, die sehr eng ist, ohne dass es sich hierbei eben um einen Stadtrundkurs handelt oder ähnliches. Wir sind ganz nebenbei dann an Felipe Nasser vorbei und in der Box haben wir dann auch noch jemanden überholen können, nämlich Jenson Button. Und wir machen auch hier weiter Plätze gut und halten uns jetzt wieder hinter Sebastian Vettel. Der ist an Platz 16 angekommen und wir dann direkt hinter ihm. Und ja, alles in allem von den Zeiten war das, denke ich, soweit ganz in Ordnung. Das DRS auf Vettel bringt uns nicht ganz so viel. Der überholt indes mit Eriksen den nächsten. Da würde ich dann ganz gern auch vorbei. Hätte ich vielleicht ein bisschen eher bremsen müssen, dann würden wir auch hier nicht gerade so... riskant fahren und dem Herrn Eriksen da auch noch eine Last sein, aber er lässt uns dann schlussendlich noch vorbei. Gut, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Wir liegen nur eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Ja, wenn wir uns also mal hier anschauen, unsere Karten standen ganz gut und so ging es dann an einem Vettel vorbei, so ging es auch an einem Magnussen vorbei,
Allerdings, ja, müssen wir da natürlich trotzdem mit Gegenwehr rechnen. Wir waren dann noch auf Platz 12, kam dann auch an Raikön ran. Auch Palmer war hier dann vor uns. Aber auch Vettel hinter uns, guckt man in den Rückspiel. Der war uns ganz dicht auf den Fersen. Jetzt muss er allerdings hinter Palmer erst einmal zurückbleiben. Das heißt, an dem wird er auch gleich erst einmal vorbei müssen. Das könnten wichtige Sekunden für uns sein. Wir nehmen das DRS mit auf Raikön und saugen uns hier ran. Durch diese absolute Highspeed-Passage gelingt es uns auch, da zumindest erstmal gleich aufzuziehen. So, und das ist ein wunderschöner Vergleich, wie ich finde. Ferrari und Toro Rosso. Und wir sehen, ja, so ganz viel nehmen die sie nicht. Ich muss hier immer übers Gras, was heißt immer übers Gras fahren? Aber wenn hier so diese Kopf-an-Kopf-Duelle sind, fahre ich lieber das kleine Stück übers Gras, weil sonst ist mir das wirklich zu riskant. Ich habe ja gerade in Silverstone ja die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man dann einmal gedreht wird, und das ist dann nicht so schön. Dann ging es noch vorbei an Hayanto und wir waren dann erst einmal auf Platz Nummer 9 nach 10 Runden und fuhren auch gar nicht so langsam. Das sehen wir dann tatsächlich hier, dass wir eine Sektorbestzeit gefahren sind so. Und jetzt heißt es natürlich, dass wir das Ganze so erst einmal halten müssen. Auch die Reifen, ja, also die sind jetzt 4 Runden drauf, haben ein Drittel Abnutzung. Zumindest vorne links ist das so. Hinten, hinten ist es ungefähr bei einem Fünftel. Das heißt, ich denke mal, die Reifen kann man noch so ungefähr, naja, für 4-5 weitere Runden drauf lassen. Ja, aber ansonsten war das Rennen bis hierhin ganz erfolgreich. Dieser 9. Platz ist jetzt nicht ganz so aussagekräftig, weil natürlich noch der ein oder andere in die Box ging. Das sehen wir jetzt übrigens auch unten links auf der Minimap. Also 2 Autos sind da gerade in die Box. Und das heißt für uns, dass wir jetzt wieder auf Platz 7 sind. Vor uns, ja, befindet sich jetzt Teamkollege Kwiat, der aber auch noch in die Box muss. Das heißt, wir machen dann sogar noch Plätze gut. Bin ich mal gespannt, wo kommen wir denn dann raus? Wenn jetzt auch der Rest dann noch die Reifen wechselt, für welche Platzierung reicht das denn? Wenn wir mal gucken, wir fahren in den Sektoren wirklich richtig, richtig gute Zeiten. Das ist jetzt gar nicht so verkehrt, was wir hier auf den Asphalt bringen. So, und dann ist auch der Rest des Teilnehmerfeldes erst einmal so weit auf die gelben Reifen gegangen. Und wir sind dann auf Platz 4 stehend erstmal wieder in Richtung Box gefahren. Wir haben mit der Strategie ein bisschen rumtaktiert. Ich wusste eigentlich schon hier, ja, also mit 2 Stops wird es nicht getan sein. Das heißt, wir haben jetzt noch einmal die Mediums aufgezogen, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal die Mediums aufgezogen. So, jetzt kommt erstmal noch ein kleiner Spruch. Ja, ich weiß. Ja, 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 ich weiß, danke. Wir sind jetzt eben auf den Mediums gefahren, aber ich habe mir am Ende des Rennens dann doch die Möglichkeit offen gehalten, vielleicht dann noch zu sagen, wir wechseln noch auf die supersoften Reifen. Das sind die mit der roten Markierung, mit denen wir auch das Rennen gestartet haben. Jetzt galt es dann natürlich erst einmal an Raikönen und an Vettel vorbeizukommen. Und Perez, der hinter uns war, der durfte natürlich auch nicht zu nah rankommen. An Raikönen sind wir erst einmal ganz gut vorbeigezogen. Und jetzt dann erst einmal auch an Sebastian Vettel. Der ist jetzt neben uns, muss dann aber die Segel erst einmal streichen. Hat jetzt mit seinem Teamkollegen Kimi Raikön da erst einmal genug Klärungsbedarf. Die fahren dann nämlich auch Seite an Seite. Wir sind der lachende Dritte, befinden uns auf Platz 10. Das ist aber nur mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, hier müssen immer noch ab und zu welche in die Box. Deswegen ändert sich das oben links immer mal so ein kleines bisschen. Wir haben jetzt Raikönen hinter uns. Der leistet sich da auch noch so ein kleines Privatduell. Das wollen wir uns aber nicht ganz so sehr annehmen. Wir gucken nämlich auf unseren Teamkollegen Kwiat, dass wir denn irgendwie dann an dem noch vorbeikommen. So, und wir gucken mal. Ja, also die Reifen hier machen das ganz gut. 8% vorne links und der Rest ist bei 6%. Das ist, denke ich mal, eine ganz solide Auslastung erst einmal. 17 von 34 Runden sind gefahren. Das heißt, wir befinden uns gerade bei der Hälfte des Rennens. Befinden uns jetzt auf Platz 9, aber es ist eben nicht so aussagekräftig. Ein Kwiat, ein Hülkenberg. Ja, die werden dann nochmal in die Box gehen. Man muss gucken, wie viele Boxenstops die überhaupt noch machen. Fakt ist, wir werden da noch einen machen. Mal schauen, inwiefern die vor uns ein oder eben 2 machen. Viel wird dann eben davon abhängig sein. Wir kamen an unseren Teamkollegen ran und gingen dann auch
relativ gefahrenlos an ihm vorbei. Haben dann hier das DRS und das können wir jetzt eben sehr gut nutzen, um dann eben auch an Hülkenberg jetzt gleich vorbeigehen zu können, falls wir an den rankommen. Das ist die Voraussetzung. Das hier ist die Highspeed-Passage und wir haben das DRS. Es reicht aber erst einmal nicht, um nah genug an Hülkenberg ranzukommen. Vorerst denkste, wir machen das noch. Und es war ganz sauber, ganz fair ausgefahren von uns und wir sind wieder auf dem 7. Platz zurück. Da waren wir ja heute schon des Öfteren. Dann geht es wieder ein kleines bisschen übers Gras. Einfach aus Respekt vor Hülkenberg, der da hinter uns ist. Ich möchte da nichts riskieren. Und ja, das mit dem Gras, also wer das übrigens dann abkürzen nennt, wenn ich übers Gras fahre, dann benachteilige ich mich sozusagen selber. Aber zu meiner eigenen Sicherheit wiederum habe ich gedacht, ab und zu kann ich das mal machen. Aber ich denke mal, das sollte jetzt auch nicht die tragende Rolle spielen, ob ich jetzt bei einer Kurve mal ein bisschen weiter über die Curbs fahre und dann leicht auf dem Rasen bin oder nicht. So, gucken wir mal, was war das jetzt für eine Zeit in dieser Runde? Ja, eine 1,21. Ich denke mal trotzdem für die Mediums ist es gerade aktuell ist das halt so absolut in Ordnung, was wir leisten. Das muss man einfach so sagen. Ja, Felipe Massa, der auf Platz 13 gestartet ist. Guten Tag, der Herr. Und unsere Bestzeiten in den Sektoren, besonders in Sektor 1, die waren eben markant. Und hier ging es dann eben auch mit Fullspeed vorbei am Brasilianer. Relativ problemlos. Und da finden wir uns jetzt also auf dem 4. Platz erst einmal wieder. Runde 19 von 34. Ich erinnere nochmal dran, also einen Boxenstopp wollte ich dann eigentlich noch machen. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 9,9 Sekunden. Wir fuhren dann sogar noch die Bestzeit hier auf dem Feld. Hamilton ist mittlerweile der Führende, danach Verstappen, Ricciardo, dann wir und dann Kimi Räikkönen. Also, der Brite Lewis Hamilton mischt dann hier doch ganz schön auf und will unbedingt das Rennen gewinnen. Aber nichtsdestotrotz musste er dann auch irgendwann mal in die Box. Und deswegen sind wir jetzt auf Platz Nummer 3 gelandet. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo endet denn die Reise hier für uns? Also ihr seht an der Reifenauslastung, wir werden definitiv noch einen Boxenstopp machen müssen. Und da führt kein Weg drum herum. Und genau das mit dem Boxenstopp werden wir jetzt auch machen in dieser Runde, denn es wäre sonst zu riskant, sonst platzt uns der Reifen. Ja, und da würde ich sagen, haben wir gar nichts gekonnt. Also, ja, dann noch diese Meldung, da freut man sich doch. Ja, genau, das machen wir im Endeffekt auch. Also, wir fahren nochmal rein. Wir holen uns jetzt nochmal die Supersoften ab. Wie viele Autos gehen an uns vorbei? Das wird entscheidend. 1, 2, 3. Da hinten kommt Nummer 4. Geht auch an uns vorbei. Das ist Sebastian Vettel. Also, wir sind auf Platz 8 von 21 und haben jetzt noch 4,5 Runden bzw. 5 Runden zu gehen. Das wird eine ganz, ganz spannende Phase. Können wir mit diesen supersoften Reifen hier kurz vor Ende noch einmal aufmischen? Mit dem Benzin sollte es an sich jetzt keine Probleme geben. So, in dieser Runde ist dann natürlich noch nicht ganz so viel zu erkennen. Wichtig wird, dass wir innerhalb der nächsten Runde dann irgendwie ins DRS-Fenster kommen und Vettel auf die Pelle rücken können. Wir haben es dazu eben auch nicht perfekt gefahren. Das muss ich auch wirklich mit dazu sagen. Wir hätten hier noch mehr rausholen können. Wir haben es dann aber tatsächlich geschafft, auf Vettel aufzuholen. Fuhren hier eine eindeutige Sektorbestzeit. Und dann mit ganz viel Krawumps vorbei am Landsmann. Ja, das können wir dann auch machen. Also mit dem Fettgemisch haben wir hier wirklich richtig geboostet, was das Zeug hält. Und wollten uns hier nach vorne pushen. Genau das haben wir dann auch erst einmal gemacht. Ja, und dann letztendlich ist es
sogar die Chance, ja auch an Verstappen vorbeizuziehen. Und der verbremst sich da. Das sehen wir. Und jetzt sind wir zumindest gleich auf mit dem Red Bull. Wir haben die leicht besseren Reifen. Das kann man hier sehen. Allerdings dann hier in dieser Kurve bin ich wieder ein bisschen vorsichtig. Hab da im zweiten Training die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Deswegen, ja, bremse ich da lieber nochmal ein bisschen. Fakt ist, wir sind an Verstappen dran. Kriegen wir den innerhalb von 2-3 Runden? Das ist die große Frage. Kommen wir hier noch auf Platz 5, indem wir den jungen Niederländer überholen können? Gelingt uns das? Die Batterie vom DualShock sagt nein. Das sollte uns jetzt aber nicht beeinflussen. Scheiß auf die Batterie vom DualShock. Ja, danke für die Information. Ich hab's gepeilt. Das reicht auch. So. Mit Tempo an Verstappen dranbleiben oder auch direkt vorbeiziehen. Na, hier noch nicht. Hier noch nicht. Wir warten mal auf die DRS-Zone. Vielleicht hier vorne innen vorbei. Das wäre die erste Möglichkeit. Genau, das peilen wir auch an. Das gelingt aber nicht. Es gibt einen ganz kleinen Kontakt, der aber nicht weiter schlimm ist. So, dann muss es jetzt klappen. So, DRS und jetzt gilt es. Saugen wir uns an den Red Bull ran. Wir müssen eigentlich. DRS, Windschatten, da kommt der Red Bull näher. Aber nicht, weil er zu langsam ist, sondern weil wir zu schnell sind. Und da geht's vorbei an Verstappen. Platz Nummer 5. Mit den super soften Reifen. Also denke ich mal, nicht allzu viel falsch gemacht. Und insgesamt wären das dann eben zu dem Rennstart 2 Plätze besser. Ja, und dann sind wir in Runde 34 von 34 an. Raikön, der vor uns ist, werden wir nicht rankommen. Hamilton gewinnt das Rennen vor Nico Rosberg. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Dann Raikönen. Und dann wir. Zwischendurch müsste, glaube ich, Ricciardo noch auf der 3 sein. Alles in allem, wenn wir jetzt nur auf uns gucken. Können wir damit aber zufrieden sein? Ich denke mal, Platz 5. Ja, das ist in Ordnung, oder? Ich denke mal, damit können wir definitiv leben. Gute Arbeit, du hast dich wirklich gut geschlagen. Brillant gefahren. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Also, da haben wir die Rennergebnisse alle nochmal im Überblick. Felipe Massa ja auf 13 gestartet, auf die 11 geschafft. Naja, hätte er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Ja, für uns lief es dann aber, denke ich mal, mit diesem 5. Platz ganz in Ordnung. Aber Daniel Ricciardo geht trotzdem in der Fahrerrangliste an uns vorbei. Das ist also ganz wichtig, dass wir in den nächsten Rennen darauf achten, dass wir schneller als er sind. Obwohl er, das muss man sagen, mit dem Red Bull das deutlich schnellere Auto hat momentan. Ja, Red Bull ist in der Konstrukteurswertung auch tatsächlich auf Platz 2. Eben vor Ferrari, dann kommen wir. Hinter uns dann Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel auf 7, Valtteri Bottas auf der 8. Was können wir aus diesem Rennen mitnehmen? Ich denke mal, alles in allem war das ein gutes Rennwochenende für uns. Im Qualifying mit Platz 7, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen und man hätte natürlich auch folglich im Rennen dann noch die ein oder andere Position rausholen können. Alles in allem denke ich, dass wir aber bei diesem Heim-Grand Prix eben mit Platz 5
gar nicht so viel falsch gemacht haben und das dann eben auch ja, gerne so annehmen, die Punkte mitnehmen. Klar, Ricciardo überholt uns in der Fahrerwertung, das ist jetzt aber an sich auch nur halb so wild. Wir haben natürlich noch ein paar Rennen vor uns und wir haben auch ein paar Ressourcenpunkte gesammelt. So, für die Rivalität mit Rosberg reicht es trotzdem nicht, die gewinnt er dann ja quasi zum zweiten Mal, aber auch das muss uns jetzt nicht weiter kratzen. Da gibt es eine Plus 1, noch eine Plus 1, eine Minus 1, die ist nicht so schlimm. Insgesamt dreimal Plus 1 und dann Minus 1, heißt wir verändern uns hier nicht großartig. So, Karrierepunkte sacken wir natürlich auch noch ein und ja, dann gucken wir mal, was wir mit den Ressourcenpunkten machen können. Müsste doch eigentlich für was reichen, oder? Übrigens, schönes Panorama hier. Finde ich ganz cool gemacht auf jeden Fall. So, und jetzt gucken wir nochmal in den Laptop, ob wir da nicht irgendwie noch was machen können. Gut, die Rivalität ist jetzt für uns nicht ganz so wichtig. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass Rosberg die dann gewinnt. Aber jetzt müssen wir hier eben mal gucken. 623, wir könnten das mit dem Luftwiderstand an sich in Angriff nehmen, würde ich sagen. Das könnten wir an sich in Angriff nehmen. Dann würden wir tatsächlich auch vorbeigehen an Ferrari. Genau das leite ich jetzt auch in die Wege. Das heißt, beim nächsten Mal können wir damit rechnen, dass das Ganze mit einem wunderbaren F&E-Event beginnen wird. Also mit einem Forschungs- und Entwicklungssegment. So möchte ich es jetzt mal nennen, wo unser lieber Herr dann wieder was zu sagen hat. Ich habe für heute aber erst einmal nichts mehr zu sagen und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mädels, bis dahin. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.